Attraktiv das Star-Magazin wird Ihnen stark schön präsentiert von Stilar-Friseure, Leidenschaft für Ihr Haar. Es ist Donnerstag, der 19. April 2012. Hier ist attraktiv das Star-Magazin. Ich bin Jessica Parker und jetzt geht's gleich weiter mit dem zweiten Teil der roten Teppichluderei. Kann man mich jetzt auch mal fotografieren, oder? Ich bin ja auch wahnsinnig gut aussehend. Wir haben eine halbe Stunde rumgefahren hier, um einen Parkplatz zu kriegen. Und jetzt sehe ich gerade, hier im Hotel gibt es einen, aber das ist nirgendwo angezeigt, dass hier im Hotel ein Parkplatz ist. Ah. Ich bin Münchnerin. Ja, ja, aus ja. Aus München sind wir extra gekommen. Heute? Hat mich heute. Gestern sind wir angereist und wir fühlen uns sehr geehrt und es ist eine wunderbare Sache. Naja, dann würde ich sagen, dann ziehen Sie mal Ihr Mäntelchen aus und dann genießen Sie die Show. Richtig sexy. Und das in dem Alter. Mit 54. Da flüchtet er gleich vor mir. Wer ist das? Weiß man nicht. Den hol ich mir jetzt ran, den Rolf Eden. Und dann werd ich sein Bunny. Dann bade ich mit dem nackt im Pool. Jetzt habe ich die von GZSZ verpasst, oder? Ach, unbedingt. Ja, natürlich, komm mal ran. Och, ich würd Sie sehr gerne in mein Magazin einladen irgendwann. Mal attraktiv das Star-Magazin. Läuft immer auf Alex. Und ich habe gerade so eine Berlin-Rubrik. Ja, Sekt ist ja nichts für mich, aber wir trinken eins zusammen. Bierchen. Ja, das können wir machen. In welchem Hotel wohnst du denn? Da geht er einfach wieder weg. Diese blöde Kuh. So, ob er jetzt wieder vor mir flüchtet, der Mann mit dem Hund? Ja, er flüchtet wieder vor mir. Okay. Und dann rufen wir Sie mal an. Da würde ich mich wahnsinnig freuen, Herr Eden. Ich bin so glücklich, Sie hier zu sehen. Na, wo haben wir sie denn versteckt, die Karten? Und heute tragen sie ja alle wieder Paillette. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Jamila, meine Gute, du siehst fantastisch aus heute Abend und ich bin wahnsinnig, ja, ich bin größer. Hallo. Und ich bin wahnsinnig neidisch auf deine Brüste. Ja. Ja, weil wir Transen haben ja immer gerne so große Brüste, aber da kann ich leider nicht mithalten. Ja, und ich überlege gerade, ob ich sie noch mal ein bisschen größer machen noch lasse. Mehr. Weil ich habe jetzt 650 Gramm drin und ich denke gerade über 800 Gramm nach. Was hast denn du für eine Körbchengröße? E. Und da willst du auf F oder was? Ja, ja. Na, ich finde das dann, toll. Ich finde große Brüste toll. Ja, ich liebe sie auch. Mein Name ist Jessica Parker. Sie hören von mir. Ich gebe Ihnen das mal sehr gerne. Tschüss. Ach, toll. Davon zehre ich noch die nächsten Jahrhunderte, glaube ich. Und meine Mutter wird erst mal staunen. Die war ja früher schon großer Fan von dem. Ja, auch mit denen ist da so ein bisschen Katy Perry. Ist gerade modern, so Farbe in Haaren. Ja, ich liebe es, einfach farbenfroh rumzurennen. Ja. Und und vor allen Dingen Türkis ist meine Lieblingsfarbe. Und na, komm mal ran hier. Ja. Na, du kennst doch die Jones so gut. Ja, na klar, die kenne ich, ja. Bist du ja mit großen Transen erfahren. Das sag ich dir, da bin ich richtig mit erfahren. Und die hast du heute aber nicht mitgebracht. Die habe ich heute nicht dabei, die ist leider woanders, aber ich soll euch alle schön grüßen, ne? Und ich bin ja dafür, die doppelte Portion ist ich da. Ne? Schon. Das ist unecht natürlich, ne? Wie bei dir, ja bitte. Aber ist da auch, ist was drin. Ist auch Silikon, ja. Ah, aber die kann man rausnehmen. Ach so. Das ist, die sind einfach nur zum Reinstecken, okay. Nicht so wie bei dir. Animal Print geht auch immer, sehe ich, sieht toll aus. Und das war der Fashion Night Cocktail bei Julian Stöckel. Und ich gehe jetzt auf die Aftershow-Party, denn ich habe wahnsinnigen Durst. Ihr könnt mich dann morgen abholen. Tschüss. Ich leite jetzt sehr gerne über zum Promi-Flash. Diese Jamila Rufe ist einfach nur billig. Na sag mal, ihr habt doch denselben Beruf. Also...
Beruf. Ich habe keinen Beruf. Traurig, oder? Dein Beruf ist Luder, Tittenluder. Tittenluder, das war mir nicht bekannt bislang. Tittenluder. Süß. So ein Beruf ist toll. Beruf toll. Nach einer kurzen Werbepause bin ich gleich wieder für euch da. Abenteuer18.de ist ein Treffpunkt für Frauen und Männer, die in einer Partnerschaft leben und auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer sind. Also wenn sie einfach mal was Fremdes durchbumsen wollen, ohne ihrem Partner Bescheid zu sagen. Beziehungen ändern sich im Laufe der Zeit und sexuelle Bedürfnisse werden dabei stark vernachlässigt. Oder wenn sie einfach überhaupt mal Sex haben wollen. Mein Gott, ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Wenn auch sie auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer sind, dann kommen sie zu abenteuer18.de. Die halbe Minute Hass. Na sag mal, du hast doch schon wieder was. Ja, ich hab was. Tatsache. Ein Hals. Aber so ein Hals, meine Liebe. Du sag mal, ich bin ja jetzt seit kurzem gerade hier auf Facebook angemeldet, ja? Sonst ist man ja gar nicht mehr up to date, was da so los ist bei den jungen Leuten. Aber sag mal, was ist denn da eigentlich alles falsch verschaltet bei diesen jungen Leuten? Mein Schwein pfeift ununterbrochen. Du sag mal, sind die alle auf Hartz IV und haben zu viel Freizeit oder was ist da los? Ich krieg ja nur noch irgendwelche Opfereinladungen für irgendwelche beschissenen Spiele zugeschickt, ja? Glücksnuss, Bingo, Blitz, Galaxy Life, Atlantis Fantasy, Angry Birds. Na sag mal, ich bin ja nur noch damit beschäftigt, die ganze Scheiße zu ignorieren, ja? Ich hab Besseres zu tun. Was ist denn das für eine Art? Jurassica, hallo. Ja, du, ich hab grad hier bei Farmville so einen Wiesenhof-Schlachthof zugeschaltet bekommen. Jetzt klingelt die Kasse gerade. Du bist so ein Opfer. Ich schick dich zur Notschlachtung! Ach, Jurassica. Zeit für ein bisschen Kultur. Ich schalte jetzt wieder live ins Schwutz zu Kokolores. Kannst du mich hören? Luder. Das Wort kann auf eine erstaunliche Begriffskarriere in den 1990er Jahren zurückblicken, als die Gazetten plötzlich einen neuen Typus Frau entdeckten, der mit Hilfe unkonventioneller Methoden die Aufmerksamkeit prominenter Personen sucht. Neben dem von Autorennen allseits bekannten Boxenluder gab es das Puddingluder, eine Berlinerin, die sich in einem Einkaufszentrum in einer mit Schokoladenpudding gefüllten Badewanne suhlte. Das Teppichluder wollte in einem Teppichgeschäft mit einem Musiker intim geworden sein. Und das Botschaftsluder schlich sich angeblich nachts im Eva-Kostüm auf das Gelände der Schweizer Botschaft, um nur einige zu nennen. Es steht zu befürchten, dass es sich damit noch lange nicht ausgeludert hat. Die ursprüngliche Wortbedeutung ging allerdings dabei verloren. Eigentlich ist Luder ein weitmännischer Begriff für das Lockmittel beim Fallenstellen, zum Beispiel ein toter Hase in einem Fangeisen. Na, also das war ja wohl das Allerletzte. Und das war's auch schon wieder von mir. Wir sehen uns gleich pünktlich um 20 Uhr beim Nuttengucken am Donnerswoch im Rauschgold. Und dann gehe ich noch schön an Tresen und rauche 8 bis 12 Zigarettchen.